kennen uns jetzt schon, daher ist das Du für uns beide in Ordnung. Wir hören im Hintergrund schon die Bühne richtig wummern. Es läuft. Wie läuft's für dich? Wie war der Anfang? Also wir haben ja gestern mit der Pre-Party angefangen und ja, die Leute sind zum Camping gekommen. Es ist, wie es immer mal passiert beim ersten Mal. Wir hatten beim Camping ein paar Probleme. Das muss man auch, ja, das kann man auch ruhig zugeben, weil was soll man hier alles schönreden? Ich bin immer jemand, der mit Kritik auch offen umgeht. Und die Leute haben schon lange angestanden. Das hatte damit zu tun, dass wir ja, die Campingplatzsituation an, ist immer blöd, wenn man es auf andere schiebt, aber es ist an Vereine vergeben worden. Und ich glaube, die waren schlichtweg einfach überfordert mit dieser Menge an Leuten und so. Und jetzt ist es, wie es ist. Das haben wir dann heute irgendwie noch retten können. Jetzt läuft wieder alles normal. Aber es ist natürlich für die Leute blöd, wenn die ankommen und so lange ansteht. Deswegen glaube ich, dass wir mit dem tollen Wetter, mit diesem Festival, was wir aufgebaut haben, dass das alles kitten können und dass die Leute trotzdem am Samstagnacht dann oder Sonntagmorgen zufrieden nach Hause fahren. Aber für mich als Veranstalter, ich bin dann immer so ein bisschen, ich bin kein Schauspieler, ne? Ich kann nicht so dann gut drauf sein und geil und so. Weil bei mir sitzt so ein Stachel tief, wenn ich denke, ich will immer alles perfekt machen. Und wenn dann sowas dabei ist, dann, ja, dann ist es so. Dann muss man damit umgehen, das irgendwie lösen und das versuchen wir gerade. Aber du hast das Wetter schon angesprochen, das ist ja fantastisch. Was habt ihr dem Wettergott hier im Rhein-Neckar-Kreis bezahlt, dass das so funktioniert? Also es ist schon passend für das Event. Ne? Wir haben alle darauf gehofft, dass der Spätsommer noch mal im September kommt. Das ist genau aufgegangen. Ich war wirklich über jeden Tag Regen im Juli und August froh, weil ich gesagt habe, hast du eine Halle? Aber ich habe gedacht, wenn es jetzt viel regnet, dann ist die Chance größer, dass es im September nicht regnet. Alte Bauernweisheit. Und, ja, und das hat dann irgendwie geklappt. Und ja, ich sehe hier wirklich ausschließlich glückliche Gesichter. Das ist schon toll. Man wird natürlich gelobt von allen Seiten, aber man kann es jetzt so nicht genießen, weil es so viel... Ich bin schon wieder 5 Schritte weiter heute. Ich weiß, was ich gleich noch machen muss, was gleich noch passiert, wer gleich kommt und hoffe dann, dass alles klappt. Und ja, deswegen ist man dann ein bisschen angespannt, immer angespannter als vielleicht normal. Und ich glaube, das gehört aber dazu. Aber Poldi war da gestern schon über die Nacht. Ja. Was sagt er denn zu diesem Gelände? Ja, Poldi ist komplett out of order. Also der ist komplett durch. Der hat mich die ganze Nacht bombardiert und hat gesagt, Alter, was haben wir denn da aufgestellt? Das ist ja krass. Also er war damals hier, als wir es uns alles angeguckt haben, leer natürlich. Und er hat es fertig noch nicht gesehen. Und ich sehe ihn selten beeindruckt, der hat auch schon viel von der Welt gesehen. Aber er hat mir gestern Nacht geschrieben, mein lieber Mann, das ist groß. Heute ist er nicht da, hast du gesagt, weil er Fußball spielen genau. ist, ne? Der ist jetzt in Polen, er ist gestern Nacht noch zurückgeflogen. Der spielt ein Derby heute, was sehr wichtig ist da, auch für seinen Verein und für die Fans da. Da kommen auch, glaube ich, über 30.000 Fans ins Stadion. Und er ist halt Fußballer durch und durch und da muss man immer Prioritäten setzen. Ne? Aber er freut sich schon riesig auf morgen, er bringt die ganze Familie mit, wir campen ja hier und morgen will er alle Karussells testen. Er hat seiner Frau schon Videos geschickt, was für Karussells es hier gibt und was alles morgen hier ansteht. Warum habt ihr euch damals für den Hockenheimring entschieden und würdest du sagen, gute Entscheidung? Ja, ich finde die Lage hier einfach top. Nicht nur die Anbindung, sondern ich finde die Leute auch wirklich gut. Wir kommen ja aus Köln oder auch aus dem Ruhrgebiet. Ich mache viel mit Schlager und Party, da sagt man auch immer, die Leute sind bekloppt und was weiß ich. Aber ich finde euch hier in der Gegend sehr angenehm. Also muss ich sagen, es ist ein sehr angenehmer Menschenschlag. Die sind alle tiefenentspannt und ja, das macht es natürlich einfach für uns. Und wir wünschen dir alles Gute für dieses Festival, dass es gut läuft und vor allem ruhig bleibt. Danke dir. Danke dir.